Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Beim letzten Mal haben wir die Challenge Nr. 17 erfolgreich abgeschlossen. Waka Waka hieß die. Die nächste Challenge Nr. 18. Wir haben noch keine Ahnung. Wir schauen einfach mal, wie die denn überhaupt heißt. Und wir scrollen mal von unten durch. The Host. Klingt ein bisschen nach entweder Fliegen oder Spinnen. Bin gespannt. Wenn es eins von beiden ist, dann klingt das erstmal nicht so, als wäre das allzu schwierig, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Oh, wir haben die Tick. Naja, toll. Okay, ich habe keine Ahnung, also noch keine Ahnung, was wir denn überhaupt tun mit unseren Schüssen. Die sehen nämlich irgendwie ziemlich langweilig aus. Erstmal, wer weiß. Okay, wir spawnen auf jeden Fall irgendwie Fliegen. Ich weiß nicht wann und warum, aber manchmal spawnen wir scheinbar Fliegen. Das scheint hier direkt ein großes Stockwerk zu sein, hier einmal am Anfang, ne? Sieht zumindest ein bisschen so aus. Bäh. Die Tick gefällt mir natürlich erstmal gar nicht. Was soll ich mit der blöden Tick? Und wir haben einen Item-Multiplier. Die Diamonds-Karte. Das ist nicht schön hier. Doofe Spinnen. Bäh. Das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Auf über meine Sachen drüber zu springen. Okay, theoretisch könnte ich jetzt hier alles irgendwie freisprengen und würde aber nicht viel davon haben. Ich könnte hier in der Mitte, dann würde es nicht genau reichen, dann würden nur die Ecksteine kaputt gehen. Und das hilft mir erstmal nicht. Oh, guck mal, wo wir gerade bei Sprengen sind. Oh, hier sprengt sich vor allem einfach mal selber. Kann er ja machen, aber so richtig effektiv ist das nicht. Okay, wir gehen erstmal weiter. Hab ja noch nicht alles gesehen hier. Ich möchte auch eigentlich gerne in den Raum mit den Stacheln da hinten durchaus rein. Direkt am Anfang. Oh. Das kann gefährlich sein hier. Da muss man ein bisschen aufpassen mit solchen Dingern. Ganz schön viele davon hier. Vor allem dafür, dass das ein erstes Stockwerk ist. Oh. Geld. Könnte auch Geld drin sein. Gucken wir zumindest mal rein. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Könnte ja überall was drin sein. Also, nee, noch möchte ich das gar nicht einsammeln. Ich muss mir aber merken, dass das da unten liegt. Oh Gott, kann ich mir das merken, ist die andere Frage. Ich kenne mich ja. Also ich hätte gerne erstmal noch ein normales Herz irgendwo her. Ah, guck mal. Damit kann ich dann gleich auf jeden Fall nochmal in den anderen Raum reingehen. In den Stachelraum. Werde zwar dann nicht wieder ganz voll, aber immerhin, wir können erstmal reingehen und haben nicht sofort quasi kein Leben mehr. Also naja, gut, ne? Ein Herz, das hätte ich jetzt auch so noch ausgehalten, aber man ist ja dann immer gerne, man möchte ja gerne wieder da raus mit eigentlich vollem Leben, was jetzt so leider nicht klappt, aber hey. Gucken wir da auch noch rein. Weil, warum nicht? Es ist auch noch mal ein halbes Herz drin. Das ist schön, dann bin ich nämlich wirklich gleich wieder voll. So. Ich scheine auf jeden Fall, auch wenn ich Schaden selber nehme, Spinnen zu spawnen. Sieht zumindest so aus erstmal. Das ist schön zu wissen, hilft mir allerdings gar nicht so viel weiter. Also ist cool, weil die auch ganz ordentlich Schaden machen. Bäh. Tolles Nissel. Es war irgendwie klar, dass das noch passiert, oder? Wer hat darauf gewettet? Einmal bitte die Hand heben und sich einen Keks beim Ausgang abholen. Snizzle, 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 ne? Das ist unglaublich. Dafür wird Famine jetzt wahrscheinlich relativ flott sterben. Naja, zumindest relativ flott in die Nähe von Sterben kommen. Und in die hässliche zweite Phase. Wo ich eigentlich lieber das gehabt hätte. Naja. Die machen auch gar nicht so viel Schaden, ne? Die Fliegen. So, wir kriegen einen Cube of Meat, den hatte ich ja ewig nicht mehr. Wir hatten auch den Cube of Meat noch nie voll bisher. Und noch einmal Monstro. Na prima. Erstmal vielleicht hier die Dinger alle kaputt, bevor da noch irgendwas passiert. So, ich spawne die Fliegen scheinbar normal durchs Schießen, nicht durchs Treffen oder Leute töten. Die kommen einfach manchmal bei jedem x-ten Schuss oder so. Das ist ganz schön, weil dann kriege ich davon wenigstens überhaupt mal welche. Bei Bossen und so, sonst wäre das Ding bei Bossen ja total nutzlos. Also es scheint tatsächlich irgendwie sowas wie der Mulligan zu sein. Vielleicht ist es sogar genau der Mulligan, der nicht mehr ganz so krass ist wie früher. Und bei jedem Treffer eine Fliege spawnt.
Aber das war auch ein bisschen übel. Wobei das natürlich richtig Spaß gemacht hat mit dem Mulligan. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Ein Safety Pin. Ach ja. Shot Speed ab und so Kram. Mit dem kleinen Problem, dass ich jetzt schon wieder ein halbes schwarzes Herz habe, was irgendwie nervig ist. Na gut, aber direkt zwei Stockwerke. Und scheinbar ist unser Ziel auch Mom und nicht irgendwie Moms Heart oder so. Was mich ein kleines bisschen tatsächlich sogar wundert. Weil, also das ist erstmal eine relativ starke Kombo. Ich meine, gut, naja, wobei, ich wollte gerade sagen, es geht natürlich nicht in den Himmel oder so, aber doch, inzwischen geht das ja sogar. Also man kann ja sogar bis zur Chest rein, wegen Polaroid und so, weil das ja jetzt ein normales Item und kein Trinket mehr ist. Was ziemlich cool ist eigentlich dann in diesem Fall oder dafür. Sagen wir das mal so. Ich möchte eigentlich ganz gerne was davon töten langsam. Noch einer weniger und danach kommt vor allem noch eine Welle, ne? Nicht, dass wir das hier vergessen. So, erstmal wieder in die Ecke und gucken. Oh, das sind diese komischen Viecher. Die komischen fliegenden Köpfe. Die eine ganze Menge aushalten, muss ich einfach mal so sagen. Ja. Ich glaube, da hat mich gerade der Cube of Meat ein bisschen gerettet. So, was kriegen wir? So, was ist das? Die Two of Hearts. Ja, komm, dann nehmen wir jetzt den Item-Multiplier und die Two of Hearts mit. Ich hätte vielleicht jetzt erstmal noch den Rest des Stockwerks theoretisch auch irgendwie durchsuchen können und dann die Two of Diamonds nehmen, aber das war mir jetzt irgendwie dann doch zu blöd. Oh, ich dachte schon, der geht nochmal zu. Ein Glück. Okay, nicht die, die sind doof. Da mag ich die anderen Spinnen lieber. Die, einfach nur geradeaus ganz viele Schüsse abgeben und mir folgen. Die folgen mir dann zwar, aber die Schüsse von denen sind leichter auszuweichen. So, man sieht hier, ne? Hätte ich direkt mehr davon gehabt. Von dem, na komm. Ich mag dich nicht. Geh sterben. Oh, da hat mir der Cube of Meat schon wieder den Hintern gerettet. Ist der direkt nochmal aufgegangen? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also so schnell hintereinander. Das kam mir irgendwie komisch vor. So, da oben möchte ich dann doch nicht reingehen. Also nicht mit den blauen Herzen. Mir fällt gerade auf, dass eben bei den Bossen die Tick überhaupt keinen Unterschied gemacht hat, oder? Hat die Tick da irgendeinen Unterschied gemacht? Die hatten nicht irgendwie weniger Leben am Anfang, ne? Das finde ich aber seltsam. Das war doch so, das hat ja früher die Tick irgendwie gemacht. Ja, toll, ein Bad-Trip. Dankeschön. Viele Viecher. Aber nicht so schlimm. So, Shop. Das Kartenpack ist theoretisch nicht schlecht, aber nein. Ich nehme lieber das mit. Habe noch ein bisschen mehr Leben. So richtig viel habe ich von den Karten gerade nicht. Oder, ja, eigentlich, also, Karten, ne? Oh, mit den Viechern muss man aufpassen, wenn da so komische Fliegen rumeiern. Das kann nämlich mal sehr schnell dann in die Hose gehen. Wenn die das im falschen Moment für mich kaputt machen. Okay. Ein neuer Schlüssel. Eine Bombe wäre schön, weil dann könnte ich da oben den Stein noch frei sprengen und dann die Kiste aufmachen. Schlüssel habe ich ja genug. Gut, dass das jetzt keine explodierende Dingens war. Ich dachte nämlich, es wäre eine, diese grauen. Aber habe ich mich zum Glück geirrt. So, komm. Aua. Da bin ich echt doof gelaufen. Sag ich nichts gegen? Ist genau so passiert. Okay. Ja, da hinten waren wir noch nicht. Dann gehen wir da auch nochmal gerade hin. Gucken uns das mal an. Was haben wir hier? Oh. Moment, der kommt mir gerade ein bisschen komisch vor. Warum ist der überhaupt hier? Warum ist das ein normaler Gegner, der hier rumeiert? Das verstehe ich gerade nicht. Ja, ich habe mehr Reichweite als du. Das bringt dir gar nichts. Kann ich die Tick inzwischen... Nee, ich kann sie nicht loswerden. Okay, das geht immer noch nicht. Die Frage ist, was bringt die jetzt dann? Das wundert mich gerade ein bisschen.
Oder ist die jetzt wirklich nur noch zum Nerven da? Das kann natürlich auch sein, aber ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Im Moment, ich habe keine neue Bombe. Also neu sowieso nicht, weil ich hatte erstmal sehr selten eine, aber ich habe jetzt auch insgesamt gar keine Bombe. Vielleicht gibt es ja beim Boss eine, nicht, dass ich es mir vorstellen kann. Oh doch, der hat weniger Anfangsleben. Bei den anderen habe ich das dann vielleicht nur gerade überhaupt nicht gesehen oder so. Das kann natürlich sein. Der macht diese Dinger wieder. Finde ich nicht gut. Und der Champion hat so massiv viel Leben. Ich meine, er ist ultra langsam, aber er stirbt halt auch nicht. Wenn ich den natürlich die ganze Zeit einfach nur hin und her schieben kann, dann ist das okay. Hallo, hihi. Dann fährt er auch nicht in mich rein, weil er dafür einfach zu noobig ist und zu langsam. Das geht noch. Auf zu meckern. Unglaublich. Putz dir mal die Zähne, guck dir das mal an. Na gut, er hat sehr weiße Zähne, aber jetzt sollte er eine Spange besorgen. Achso, ne, hier, geh mal zum Zahnarzt. Lass dir eine Zahnspange besorgen. Das ist ja, das geht ja gar nicht. Armes Viech. Brauchst du auch gar nicht zu grinsen bei. So, einmal das und das und dann gucken wir mal hier unten rein. Das ist einmal ein Nagel, wa? Ganz ehrlich, den nehme ich. Was? Temporary Demon Form? Macht der was Neues? Aber mit dem Nagel? Also mal gucken, ob wir jetzt immer noch ein Dingens dafür kriegen. Ein blaues Herz. Weil das klang gerade nicht so. Ich hatte den Nagel, glaube ich, echt noch nie, ne? So, aber damit müsste man theoretisch die Dinger hier eindrücken können, ne? Ich kriege noch ein blaues Herz dafür, sehr gut. Na toll, das kann ich nicht benutzen. Das ist natürlich schade jetzt. Hat sich nicht so richtig gelohnt. Also, benutzen sowieso. Ich hätte das auch gar nicht haben wollen. Ne? Das war einfach die kaputte Remote, die ganze Zeit nur irgendwelchen blöden Müll macht, glaube ich. Aber, ich kann sie sowieso nicht aufheben, weil Tick. Von daher hilft mir das alles sowieso überhaupt nicht weiter. Oh, was haben wir denn da oben? Da gehen wir doch jetzt erstmal rein. Flup. Wow! Moneys! Ganz viel Geld! Moneys! Jetzt habe ich natürlich fast keinen Schlüssel mehr für den Shop. Fast keinen Schlüssel mehr für den Shop. Sollte man dazu sagen, ich habe durchaus noch, aber nicht so viel. Gucken wir gleich einfach mal, ob sich das dann noch lohnt, in den Shop zu gurken. Na komm! Stirb! Wollen nicht. Wahrscheinlich. Alter, wie viel Leben haben die denn? Ist ja fürchterlich. Okay, ich habe sie scheinbar auch beide so gleichzeitig umgebraten. So gleichzeitig jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. So, ich fände das ganz cool, wenn hier hinten ein so ein Ding hinfliegt. Da könnte nämlich. Ja, die fliegen nicht mehr so genauso wie früher. Leider. Da ist noch ein Schlüssel. Oh Gott, das war richtig dämlich. Das ist insgesamt richtig dämlich, was hier gerade abgeht. Das gefällt mir gar nicht. Ich kann nicht in die Dinger rein, aber ich muss irgendwie hier zwischendurch ausweichen. Und aufpassen, dass mich die Typen nicht umbraten. Mal zwischen den Schüssen her. Oh Gott, das ist ja fürchterlich. Was ein finsterer Raum. Okay, das fand ich echt nicht schön hier. Böser Raum. Nicht schön, nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Au. Jetzt werde ich noch von links getroffen. Das hätte ich natürlich auch besser machen können. Alles explodiert hier auf diesem Stockwerk, was? Das ist ja grausig. Alles geht in die Luft. Na, schade. Ich dachte, ich kriege das noch da oben hingeschoben. Naja, dann nicht. Ja, komm. Die Karte will ich natürlich haben. Und das Ding nehmen wir jetzt auch mit. Weil Damage. Ich meine, Challenge up okay, aber Damage. 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 Oh Gott. Geht sterben. Aber der Damage up ist gut, weil der bringt ja auch was für die Fliegen und für die Spinnen. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall eine Menge von. Von daher. Ich dachte, ich kann das irgendwie töten, sodass die anderen auch alle sterben. Es hat sogar in gewisser Art und Weise geklappt. So. Oh, Speed up.
Ich würde sagen, ich mache mal gerade den Boss, weil ich habe gerade den Nagel bereit. Die Carrying Queen ist nicht so schön. Aber, wie gesagt, ich habe gerade den Nagel bereit, deswegen lohnt sich das, denke ich. Und dann gehe ich noch den Rest der Kunden hier. Wenn man da auch mal gucken können auf der Karte, ob sich das überhaupt lohnt. Das ist genauso wie mit dem Chub gerade hier. Mit dem Problem, dass die zwischendurch nochmal den Weg wechselt und ich die kaum treffe, weil sie kein Champion und damit schneller ist. Also, naja gut, das klingt blöd, weil es gibt auch Champions, die schneller sind als die normalen. Von daher. Und gleich müsste sie eigentlich anfangen, komisch in der Gegend rumzufahren. Also so schräg. Wie ein, wie heißen die Dinger noch? Wie die. Nicht Larry Jr., die da. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Sie fährt halt komisch in der Pampa rum. Und macht roten Pup unter Umständen, wo man ein bisschen drauf aufpassen muss. Sonst kriegt man böse auf die Mütze. Aber. Ich weiß nicht, wer oder wie ich die gerade weggeschoben habe, aber es hat irgendwie funktioniert. Meine Fliegen fliegen nur so komisch hinterher und kriegen sie nicht. Das ist natürlich doof. Sind vor allem dann vorne in sie reingefahren und haben keinen Schaden gemacht. Immerhin kam kein roter Pup raus. Das ist schon mal gut. So, die Heals für mehr Range. Naja, warum nicht? Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Dann gucken wir mal noch. Da hinten ist... Da sind durchaus noch einige Räume, in denen ich noch nicht war. Von daher gucken wir uns... Oh Gott, nein. Ich meine, ich habe mehr Speed gekriegt. Das ist schon mal nicht schlecht. Auf damit. Böse Viecher. Böse Viecher. Aua. Ich wusste, dass das passiert. Irgendwo werde ich getroffen. Full Health. Hat mir jetzt nicht so viel gebracht, aber hey. Warum nicht? Wir haben es. Haben oder nicht haben, wir wissen, was es ist. Das ist doch auch schon mal ganz schön. Dass da immer noch einer von links so in den anderen reinfliegt, ist das Problem. Die anderen sind ja gar nicht so das Schlimme, aber... Oh Gott. Oh Gott. Könnt ihr vielleicht versuchen, dass ihr irgendwie... Dass ich da reinkomme, ohne eine Bombe zu brauchen? Das wäre super, weil ich habe nicht so viele von den Dingern. Na gut, jetzt muss der andere das machen. Hallo. Danke. Oh oh. Der hält mehr aus als erwartet. Uah. So, Geld. Ganz viel Geld. So, hier noch. Ist es auch wieder so ein dreckiger Bombenleger da, ne? Ist unglaublich. Ist sicher. Oh. Ich meine, er sprengt irgendwie Pilze kaputt. Ist gar nicht so schlecht. I can see forever. Oh, das ist nicht unschön. Weil, dann gehen wir auch noch auf die Geheimraumsuche.